Leute, herzlich willkommen zu diesem Video in diesem wunderschönen Waldpanorama. Ihr habt es im Titel gelesen, Lagerfeuer Mac and Cheese. Klingt doch unglaublich geil. Ich habe auch unfassbar Bock, das Ganze zu machen. Ich wollte einfach mal raus aus meiner Küche, rein in die Natur und dieses ganz besondere Erlebnis mit euch teilen. Was ganz, ganz wichtig ist, man darf natürlich nicht überall im Wald einfach so ein Feuer machen. Da hat der Förster ein Problem mit und ist auch ziemlich unsicher. Wir sind hier zu Gast bei der Event-Location Solchbachtal. Wir haben uns eingeladen. Wir schnappen uns ein bisschen Feuerholz von ihnen und dann machen wir uns auf die Suche nach dem perfekten Spot. Auch Loki Glück gehabt, dass sie hier noch was haben. Ja, wirklich. Wir waren ganz optimistisch. Ich dachte mir so, nee, komm, wir finden schon Holz, mit dem wir Feuer machen können. Haben nur so ein paar kleine Anzündhölzchen mitgebracht. Aber so ist die safe Variante. Ich taste mich ja jetzt heran. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Ich persönlich, ich bin in einem ländlicheren Umfeld aufgewachsen und ich liebe so diese Naturgeräusche. Ich meine, hört euch das einfach an. So. Ich glaube, wir benutzen auch gar keine Musik in diesem Video. Und das wird einfach ein Vibe, dieses Video. Und das wird richtig gut. Bro, was sagst du zu der Stelle hier vorne? Wo meinst du? Guck mal hier. Von hier quasi so eine Ebene errichtet, direkt schön am Wasser. Da haben wir auch die Steine, auf die wir zurückgreifen können. Und ich finde es wunderschön hier. Ja, Mann. Ja? Also dann, hier bauen wir uns auf. Probiert zuallererst einmal jetzt unsere Feuerstelle vorzubereiten, weil damit steht und fällt, ob wir diesen Platz hier wirklich verwenden. Professionell wie ich bin, mache ich dafür das Laub weg. Ich meine, das wird eh nicht brennen, es hat voll viel geregnet in den letzten Tagen. Deshalb ist auch ein guter Zeitpunkt, um dieses Video zu drehen. So. Wenn es nicht geregnet hat, sollte man erst recht kein Feuer im Wald machen. Damit das Feuer nicht übergreift, lege ich darum jetzt erstmal so einen kleinen Rahmen aus Stein. Das sieht ja schon wild aus jetzt. Was denn? Ich habe das perfekte Schuhwerk an. Ja. Stadtkind geworden auf jeden Fall. Geil. Ich stelle das Brett schon mal bereit, dann machen wir das Feuer an. Und ganz kurz eine Sache, wir haben jetzt Anfeuerholz, wir haben Feuerholz. Das geht alles noch viel primitiver. Aber wir müssen ja auch mal langsam anfangen. Wenn ihr daran jetzt Spaß habt, können wir gerne mal ein Video machen, wo wir das Ganze machen, ohne auf jegliche Technologie zurückzugreifen. Also ich würde es zumindest versuchen. Alright, dann probiere ich jetzt mal das Feuer anzumachen. Ich berufe mich jetzt auf mein beschränktes Wissen, was ich aus Fritz Meinecke Videos habe. Ich glaube, als Anzünder kann man relativ gut so Holzschnitzer benutzen, also Anzünder der Anzünder quasi. Ich werde zumindest das Ganze probieren, mit nur einem Streichholz anzumachen. Ich glaube, jetzt kann man es langsam wagen. Wir haben jetzt einen schönen Haufen Holz. Dann legen wir hier so ein bisschen Stuff außen rum, dass der dann auch direkt Feuer fangen kann. Ich glaube, dann kann ich auch schon meinen Shot shooten. Ich glaube, das sagen die meisten Survival-Experten. Die reden auch so wie wir, weißt du? Seid ihr bereit, Leute? Mein einziger Versuch. Ja. Warum wir das als erstes machen, ist auch ganz klar, das Feuer braucht gleich eine Weile, gerade wenn wir die großen Holzscheite drauflegen. Bin aber zuversichtlich, dass wir den Teil vom Feuer zumindest gut hinbekommen. Wie man dann damit umgeht, also wie man mit dieser Glut und so weiter und so fort kocht, das ist natürlich was ganz anderes. Ja, war doch wirklich klar, dass es direkt funktioniert mit dem ersten Versuch. So, mein Feuer ist doch ein bisschen am struggeln, aber das kriegen wir hin. Das ist ein wichtiger Step auch, ne? So, wir haben ein bisschen umstrukturiert das Feuer. Jetzt brennt es sehr schön. Wir fügen aber jetzt auch schon die großen Holzscheite hinzu, damit das Ganze, naja, auch mit anbrennt. Das hält wahrscheinlich genau 3 Sekunden so, aber... Das sieht doch nice aus. Ja, ich würde sagen, während das Ganze hier durchzieht, erkunden wir ein bisschen die Natur, lassen das auf uns wirken und halten das natürlich auch mit der Kamera fest. Wie das Harz hier oben aussieht. Feuer ist ein bisschen zusammengestürzt. Wir legen jetzt die Holzscheite einmal hin, dass wir gleich eine schöne Fläche haben. Ihr habt vielleicht oben in der Ecke schon Werbung gelesen. Das Video wird wieder unterstützt vom Signelli. Ich habe ja schon mal diese 10 Kilogramm Pasta im Käseleib gemacht. Und auch heute waren sie so nett, mich wieder zu unterstützen. Hier habe ich 6 verschiedene französische Käse liegen. Warum ich genau die ausgewählt habe, erzähle ich euch jetzt. Zunächst haben wir einen Comté Reserve, der mindestens 36 Monate gereift ist und dadurch einen kräftigen, würzigen Geschmack hat. Dann haben wir einen Mimolet, der seine Farbe durch Blütensamen erhält und ebenfalls schön kräftig ist. Das hier ist ein Beaufort Fermier, der wirklich sehr fruchtig riecht und ich bin gespannt, wie er sich machen wird in der Mischung. Fermier bedeutet übrigens, dass der Käse auf dem Bauernhof in Handarbeit hergestellt wurde, also fernab von industrieller Massenproduktion. Und diese Liebe, die da im Käse steckt, wird man mit Sicherheit auch in unserem Gericht schmecken. Und die letzten 3 Käse sind ein Salers Fermier, ein Tom de Savoie und ein Abondance Fermier.
alles in allem gibt das, glaube ich, die perfekte Balance und ist beim besten Willen kein normales Mac and Cheese, auch abseits der Tatsache, dass wir es auf Glut, auf Feuer kochen. Aber ich muss diesen Käse jetzt erstmal reiben. Wir brauchen ungefähr 500 Gramm geriebenen Käse und das machen wir jetzt. Und damit wir zum Reiben Platz haben, es geht jetzt endlich los, ihr könnt euch vorstellen, das Feuer braucht eine Weile, geben wir unsere Macaroni einmal in unseren Topf und bedecken die gerade so mit Wasser. So, dann stellen wir unseren Topf auf, sollte natürlich ein Gusseiserner sein oder so, und dann geben wir direkt Wasser drauf. Bisschen mehr muss es noch sein, dass die Macaroni gerade so bedeckt sind. Es gibt ja die Grundregel 100 Gramm Nudeln, 1 Liter Wasser. In dem Fall nicht. Wir wollen nämlich, dass das gesamte Wasser verkocht und dass wir wirklich die Stärke, die die Nudeln abgeben an das Nudelwasser, in der Soße behalten. Also wir machen nur einen Millimeter über die Linie, wo die Nudeln gefüllt sind, rühren das Ganze dann kontinuierlich um und so entsteht dann eine cremige Soße, wenn alles gut läuft. Boah, das sieht schon richtig aus, ne? Das sieht schon so aus, als ob es so ein bisschen schon Stärke abgegangen ist. Es gibt richtig Stärke ab, schon die Macaroni arbeiten auch direkt. Das dauert auch nur 6 Minuten auf, könnt ihr euch überlegen, einer Herdplatte. Deshalb keine Ahnung, wie lange das bei uns dauert. Die schwierigste Aufgabe jetzt für dich wird es, glaube ich, sein, 500 Gramm Käse abzuschätzen. Ja, abzuschätzen und dabei die ganze Zeit in der Hocke zu sein. Ich bin ein alter Mann. Käse Nummer 1. Guck's dir an. Oh. Bildhübsch. Was schätzt du, wie viel Gramm das sind? So? Das sind 150, 100. Du weißt, ich bin der King-Schätzer. Eric, glaub mir das nicht. Ich treffe immer alles auf den Punkt genau. Das geht jetzt alles hier Schlag auf Schlag, ne? Das geht tatsächlich Schlag auf Schlag. Also hier kocht es langsam. Das heißt, wir müssen umrühren. Probier mal ein bisschen dagegen zu pusten, dass ihr auch was sehen könnt. Bringt gar nichts, ne? Nee. So, die Hitze ist da. Wir freuen uns, dass sie da ist. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass das Ganze auch nicht zu schnell kocht und zu sehr abgeht. Weil es geht schon runter, muss man sagen, auf jeden Fall. So, wir geben dazu auch noch ein bisschen Salz. Gute Prise waren jetzt, ich glaube, 500 Gramm Nudeln, die wir da haben. So sieht es auf jeden Fall hier aus. Die Macaroni ziehen durch, werden fertig. Und es hat wirklich was, das wollte ich schon immer mal machen. Es gibt ja diesen einen TikTok-Kanal, Man with the Pot. So, und die kochen immer die geilsten Sachen so im Wald. Und ich hatte schon wirklich die ganze Zeit Lust, auch mal so diese Erfahrung zu machen. So, ne? Das jetzt zu tun, ist ultra geil. Das ist ein Bild für die Götter. Es fühlt sich auch einfach richtig an, sag ich dir. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob es am Ende auch ein gutes Produkt gibt, ne? Ja. Also ob das Gericht gut wird, ne? Aber es macht dir jetzt schon so viel Spaß, fühlt sich so richtig an und du sitzt genau im Rauch. Ja. So Leute, es ist vollbracht. Mein Oberarm tut weh, aber 6 verschiedene Käse, wunderschön gerieben. Es ist unglaublich viel. Lass uns alles fertig machen. Es zischt langsam, wenn wir durchgehen. Das ist unser Signal, dass wir die Nudeln runterziehen. Seht euch das an. Durch die Stärke, die sich auf die Nudeln gelegt hat, ist schon fast wie eine eigene Soße. Ja, Mann. Und das Wasser ist wirklich komplett weg. Ja. Ne? Innerhalb von wie lange? 8 Minuten? Es ging ultra schnell auf jeden Fall. Also das hat auch Power, so ein Feuer. Unser Käse kommt drauf. Und unter kontinuierlichem Rühren gebe ich ihn hinzu. Oh, hört ihr das? Und das ist schon, da ist noch nicht mal der ganze Käse drin. Oh, es geht los, ne? Mhm. Von dieser Portion können wirklich 5 Familien satt werden, glaube ich. Alter Schwede, das ist real Mac and Cheese. Wenn die Hälfte von unserem Käse schön geschmolzen ist, geben wir das Ganze wieder auf die Hitze und fügen jetzt 500 Milliliter Kondensmilch hinzu. Es gibt auch die Methode, dass man das Ganze in Milch kocht. Die birgt aber das Risiko, dass die Milch verbrennt, dass das alles einfach nicht so wunderschön funktioniert. Und das, was jetzt gerade noch diese Fäden sind, werden wir gleich durch die Milch, die auch nochmal quasi reinschmilzt, aufgenommen wird von den Nudeln, das werden wir verlieren. So, weil wir dafür jetzt nicht mehr ganz so viel Hitze haben wollen, nehmen wir kurz unseren Topf, packen ihn zur Seite, geben einen Stein in die Mitte. So haben wir einfach nicht so eine direkte Hitze. Okay. So, der gesamte Käse wurde jetzt nochmal etappenweise hineingegeben. Und wenn das Ganze jetzt geschmolzen ist, haben wir unser Ziel erreicht. Wir haben eine Mörderportion Mac and Cheese. Ich finische das Ganze jetzt noch mit ein wenig schwarzem Pfeffer. Und ich sag mal so, ich glaube, selbst wenn es nicht schmecken würde, jetzt würde es schmecken. Nachdem man wirklich Arbeit reingesteckt hat, das hier im Wald so zubereitet hat, das ist schon was ganz Besonderes. Stundenlange Arbeit, Feuer, Rauch, der mir schon wieder in die Scheißfresse bläst. Aber der Rauch hat uns ein bisschen abgefuckt während des Drehens. Ihr konntet vielleicht auch stellenweise nicht so viel sehen, aber was ihr sehen könnt und das zählt, sind diese ultra cremigen Mac and Cheese. Also, das ist schon ernst krank. Dafür, dass das unser erstes Mal war, dass wir so gekocht haben, bin ich sehr, sehr stolz darauf, ohne es geschmeckt zu haben. Aber das wird ganz besonders. Probieren wir.
Digga. Die verschiedenen Aromen, ne, von den 6 Käsen. Du hast wirklich teilweise was Fruchtiges. Du hast was Herzhaftes. Du hast diese unsagbare Cremigkeit. Das siehst du wirklich, ne? Was wir da gekocht haben, ich schwör's dir, ist eine Portion für 10 Leute. 10? 10 Leute. Ich weiß nicht, ob es der Wald ist, ob es die Arbeit ist oder was auch immer. Das sind, ich sage sowas voll oft, ne, aber das sind, glaube ich, echt die krassesten Mac and Cheese, die ich hier gegessen habe. Weil das will was heißen, Digga. Wir haben in Miami Lobster Mac and Cheese gegessen für 60, 70 Dollar. Die Idee fürs Grundrezept ist von Kenji Lopez Alt und das ist auch einfach genial. Du hast die Stärke vom Nudelwasser, die komplett drin bleibt. Du benutzt Kondensmilch, um schon so diese Fülle der Milch zu haben, ohne dass du sie selbst verkochen lassen musst. Ne? Aber es ist einfach so genial, weil es schmeckt so gut. Bro, du musst wirklich, und die Leute müssen es hören, deine Reaktion muss man einen Löffel davon nehmen. Fritz Meinecke, falls ihr beim nächsten 7 vs. White noch einen Koch braucht, sagt Bescheid. Ich mache dann für alle Mac and Cheese. So, alle so am Abkratzen, dann komme ich so um die Ecke mit so einer Schüssel Mac and Cheese. Outdoor Eric, probier den Spaß. Hey, aber sag mal, gib mal Feedback. Direkt aus dem Topf hier. Das ist der Real Deal. Den nehme ich komplett. Wir haben ja jeden Käse auch einzeln probiert. Und ich weiß, mit vollem Mund spricht man nicht, aber ich hätte niemals gedacht, dass sie so krass miteinander harmonieren. Die Textur perfekt, oder? Die Nudeln perfekten Biss. Weil, wie du schon sagst, da waren ja Käse dabei, die völlig unterschiedlich waren. Ja. Aber gerade das war, glaube ich, das Wichtige. Das Ausbalancieren. Ja. Also es war ein voller Erfolg. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, wirklich mal rauszukommen, das zu machen. Ich glaube, Eric, dir genauso. Es war auch ultra anstrengend. Aber das Wichtigste, wir hinterlassen natürlich alles so, wie wir es vorgefunden haben. Löschen den ganzen Spaß hier. Wir beobachten jetzt, dass das alles gut vonstatten geht. Dann fahren wir auch wieder nach Hause. Danke an den Ciniel für die Unterstützung. Ich brauche jetzt eine kleine Pause davon. So kann man arbeiten.